Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung werden wir uns mit Wallets and Seed Phrases beschäftigen. Und zwar basiert diese Vorlesung auf die vom letzten Jahr in einer leicht gekürzten Form. Was sind Wallets, kryptografische Wallets? Die Wallets speichern Schlüssel, private und öffentliche Schlüssel und dienen dazu, um Kryptowährungen zu senden, zu empfangen, um mit der Blockchain zu interagieren, analog wie zu einem Bankkonto, wenn man einen Vergleich ziehen kann. Wie gesagt, viele haben damit schon herumgespielt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel MetaMask. Hier habe ich jetzt, ich wechsle noch auf Polia, da habe ich meine Test-Ethers, da habe ich meine Tokens, da kann ich mit Kryptowährung interagieren, und diese Wallet, Software-Wallet, verwaltet mir meine Schlüssel. Die Wallet interagiert jetzt mit einer Blockchain. Im Fall von MetaMask ist es Ethereum, in dem Beispiel, in dem ich gezeigt habe. Ich habe in der letzten Woche, wo wir diesen Poap gemacht haben, dort haben wir uns zum Gnosis-Netzwerk verbunden, das sehr ähnlich zu Ethereum ist, aber nicht Ethereum. Das heißt, damit kann auch zu mehreren Blockchains kann man sich connecten und wichtig ist, Transaktionen signieren, sei das entweder ich überweise Kryptowährung oder ich führe ein Smart Contract aus. Die Signatur wird, also MetaMask stellt diese Signatur, weil eben diese Schlüssel in MetaMask verwaltet werden und schickt dann diese signierte Transaktion in Richtung der Blockchain. MetaMask ist eine Software-Wallet. Daneben gibt es noch andere Wallets, Hardware-Wallets und Paper-Wallets. Bis jetzt haben wir uns nur mit Software-Wallets beschäftigt. Das vor allem aus Usability-Gründen, weil das ist immer am einfachsten. Wenn wir uns die Hardware-Wallets anschauen, da gibt es diverse Lösungen, Möglichkeiten. Eine Möglichkeit eines Hardware-Wallets oder ein Anbieter ist Trezor. Das ist so ein kleines Gerät und dieses Gerät verwaltet die Schlüssel, die Public-Private Keys und das Gerät kann auch signieren. Das heißt, es wird auf diesem Gerät signiert. Die Schlüssel verlassen nie dieses Gerät und wenn ich jetzt etwas mit der Blockchain eine Transaktion auslösen möchte, dann muss ich dieses Hardware-Wallet zum Beispiel über MetaMask konfigurieren. Kann man hier kurz anschauen. Ich kann bei Settings kann ich mich verbinden und zwar kann ich hier auswählen Account Hardware Wallet und da kann ich mich jetzt entscheiden, dass ich jetzt zum Beispiel eben über Trezor diese Transaktion signieren möchte. Das heißt, in MetaMask werden diese Transaktionen nicht mehr signiert. Das wird dann ausgelagert auf dieses Hardware Wallet, auf Trezor. Das heißt, dieses Gerät macht dann die Signatur und schickt es über MetaMask dann in die Blockchain. Das heißt, das Hardware-Wallet dort, wenn man eine Transaktion tätigen möchte, hat man so ein kleines Display. Auf dem Display steht dann, diese Transaktion soll die getätigt werden. Dann gibt es Buttons auf diesem kleinen Gerät, kann man entweder Ja oder Nein drücken. Wenn man Ja drückt, wird eben signiert und diese Transaktion dann über MetaMask in die Blockchain verschickt. Es gibt dann weitere Anbieter, es gibt Ledger. Ich habe mit allen dreien schon mal herumgespielt. Es gibt noch einen Schweizer Anbieter, die Bitbox.
Momentan bin ich mit Trezor unterwegs, aber eben alle drei bieten diese Möglichkeit an, dass man eben diese Schlüssel auf dieser Hardware-Wallet verwalten kann und eben diese Signatur, die wird auf dieser Hardware-Wallet getaggt. Neben den Hardware-Wallets gibt es, wie gesagt, die Software-Wallets. Dann gibt es noch die Paper-Wallets, Physical Document, das heißt, man hat tatsächlich ein Blatt Papier, dort schreibt man sich Wörter auf, Merkwörter, Mnemonic Words. Und das werden wir uns noch genauer anschauen, was es ist und wofür das gebraucht wird. Hier noch eine Übersicht bezüglich Hot Wallets und Cold Wallets. Der Unterschied zwischen Hot Wallet und Cold Wallet. Hot Wallet, die ist am Internet angebunden. Cold Wallet ist nicht am Internet angebunden. Das heißt, ist getrennt, physisch getrennt vom Internet. Und hier sieht man, dass eine Software Wallet zum Beispiel auch immer eine Hot Wallet ist. Gut, es gibt jetzt Ausnahmen, wenn man jetzt MetaMask zum Beispiel auf einem Rechner hat, der jetzt nicht am Rechner am Internet angeschlossen ist, könnte man argumentieren, es ist ein Cold Wallet. Aber hier der Einfachheit halber sagen wir, Software Wallet ist ein Hot Wallet, Hardware Wallet kann Hot Wallet oder Cold Wallet sein. Trezor, also die Beispiele hier oben, die wir uns angeschaut haben. Das sind eigentlich Cold Wallets. Es gibt aber auch Hardware Wallets, die ans Internet angeschlossen sind. Und bei Paper Wallets, das ist eigentlich Cold Wallet, weil ein Blatt Papier kann man schlecht ans Internet anschließen. Gut, kommen wir nun zur Notwendigkeit von diesen Wallets und diese Wallets, die sind wichtig bei Blockchain-Applikationen, vor allem im DeFi-Bereich. Im DeFi-Bereich oder generell, jetzt wenn man mit Kryptowährungen das machen möchte, ist man oft selber verantwortlich für diese Kryptowährungen. Und wenn man selber verantwortlich ist und man jetzt das Passwort zum Beispiel verliert, für seine Keys, dann ist alles weg. Wenn man jetzt das einrichtet auf ein Repo oder jetzt MetaMask zum Beispiel, wenn man jetzt den Rechner neu aufsetzt und man hat sich jetzt die Daten nicht gebackupt, dann ist alles weg. Und wichtig ist, dass man eben diese Wallets auch einfach backuppen kann und auch einfach quasi auf eine sichere Weise aufbewahren kann. Ist natürlich wichtig, dass es möglichst einfach ist, dass man diese Wallets einfach verwenden kann. Software Wallets, wegen dem haben wir uns nur Software Wallets bisher angeschaut, die sind am einfachsten. Und eben bei Hardware Wallets und bei den Paper Wallets, da braucht es noch jeweils einen Schritt mehr. Halt, man hat zwar mehr Sicherheit, aber eben die Convenience oder Ease of Use ist nicht mehr wie bei den Software Wallets. Wenn man das mit, wie gesagt, mit dem traditionellen Bankensystem anschaut, wenn ich jetzt bei einer Bank bin, dort meinen Zugang verliere, dann rufe ich der Bank an, ich bekomme dann einen Brief nach Hause geschickt oder einen eingeschriebenen Brief, dort kann ich dann das Passwort neu aufsetzen und dann kann ich das E-Banking wieder auf das E-Banking wieder zugreifen. Bei im Krypto-Bereich oder auch im DeFi-Bereich, dort ist es dann eben nicht mehr so einfach. Das heißt, wenn ich dort meine Daten, meine Zugangsdaten verliere, dann ist gewesen, dann kann man nie mehr auf diese Funds zugreifen, dann ist eigentlich alles verloren. Das heißt, dem muss man entgegenwirken und da werden wir uns Mechanismen ansehen, wie man das bewerkstelligen kann. In den meisten Wallets
werden sogenannte Hierarchical Deterministic Wallets verwendet. Die basieren auf einem Protokoll, dem Bitcoin Improvement Proposal. Das ist hier dieses BIP32. Das werden wir uns noch genauer anschauen, was es ist. Und BIP44, das ist das hier. Da werden wir auch noch sehen, was es ist. Und das Wichtigste vorweg, mit diesen sogenannten HD-Wallets können wir aus einem Seed können wir dann beliebig viele Adressen, Public-Private Key Pairs generieren. Und wenn man jetzt ein Backup machen möchte, muss man nur ein Backup von diesem Seed machen und dann kann man wieder alle Adressen, die von diesem Master Seed erstellt worden sind, wiederherstellen. Das heißt, wenn ich 1000 Adressen habe, die basierend auf diesem Master Seed sind, und ich den Master Seed habe, den Master Seed dann auf einem anderen Wallet importiere, dann können mir dort wieder alle 1000 Adressen oder Public-Private Keys erstellt werden und ich muss nicht alle Adressen einzeln abspeichern. Das hilft natürlich, das macht es umso einfacher und deswegen wird dieser Mechanismus bei fast allen verwendet. Das heißt, wenn ihr eine Crypto-Wallet verwendet, dann wird euch die Crypto-Wallet am Anfang sagen, hey, das sind jetzt diese 12 Wörter auf oder 24 Wörter, dazu kommen wir noch, was es genau ist. Und basierend auf dem wird oder kann der Seed ausgerechnet werden. Und eben, wie gesagt, der Seed wird dann berechnet, um all die möglichen Adressen von diesem Master Seed abzuleiten. Die Haupteigenschaften von HD-Wallets, wie gesagt, man kann ganz viele Adressen erstellen und das Wichtigste daran ist, dass man das Backup einfacher gestalten kann. Es ist immer noch ein bisschen mühsamer als im traditionellen Bankensystem, weil eben man muss dann diese Wörter irgendwo hinschreiben und wenn man damit keine Erfahrung hat, dann fragt man sich, wofür mache ich das? Da muss man sich eben, wie gesagt, zuerst informieren. Was auch ermöglicht, aber das sehe ich jetzt nicht mal so als Hauptargument, ist, dass man theoretisch für jede neue Transaktion eine neue Adresse verwenden könnte, weil man ja eben beliebig viele Adressen ableiten kann von diesem Master Seed. Kann man machen, muss man nicht. Zum Beispiel in Ethereum wird es manchmal gemacht, manchmal nicht. Also eben das ist dann dem Wallet oder auch dem User überlassen, ob er das machen möchte. Gut, was ist BIP32? Was ist BIP44? Was hat das mit Bitcoin zu tun? Das ist ja anhand von diesem Bitcoin Improvement Proposal. Ist es nur Bitcoin-spezifisch? Also vorneweg nein. Es ist einfach das Proposal, weil Bitcoin die erste Kryptowährung war. Bitcoin hat es definiert und andere Krypto Währungen, Wallets haben es übernommen, und weil es ein guter Standard ist, der hat sich durchgesetzt und deswegen setzen alle eben diesen BIP32 oder BIP44 Standard ein. BIP32, das definiert die hierarchische Struktur, dass man eben von einem Seed hierarchisch die Adressen oder die Public-Private Key Pairs generieren kann. Und BIP44 definiert, wie die Struktur aussieht, wie dass man zum Beispiel die Struktur bei Bitcoin oder bei einer anderen Kryptowährung abbilden kann. Die Mechanismen hinter so einer HD-Wallet, vor allem wenn es dann um das Seed und um dieses Seed um diesen Seed geht, spielen die Kennwörter, die Mnemonics eine Rolle, die sind in BIP 39 definiert. Dazu werden wir uns später auch noch ein Beispiel ansehen. Und wie gesagt, mit diesem Seed, also von diesen
Keyphrase, von diesen Mnemonic Phrases kann man ein Seed generieren und vom Seed kann dann der Master Private Public Key generiert werden und von dem werden dann wiederum die Derived Child Keys generiert. Die Vorteile von so einer HD Wallet ist ein einfaches Backup. Das heißt, man muss sich eben nur diese Mnemonics merken, 12 oder meistens 24 Wörter. Man kann seine Accounts einfacher managen, einfacher organisieren. Im Beispiel von Tor Wallet, also Tor Wallet unterstützt ja ganz viele Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Torchain, die haben alle Private Public Key Pair und mit einem Seed kann man quasi auf allen Chains, mit dem gleichen Seed kann man auf allen Chains Public Private Keys generieren, basierend auf dem wieder Adressen und damit können dann Transaktionen oder Kryptowährungen hin und her geschickt werden. Und das hilft natürlich, wenn man jetzt 50 Kryptowährungen hat, man hat ganz viele Accounts, aber man hat quasi einen Seed und mit dem einen Seed kann man dann wieder alles herstellen. Das heißt, als Backup muss ich nur mir diesen Seed merken, respektive diese Kennwörter, diese Mnemonics und dann kann ich wieder alle diese Adressen und Public-Private Key Pairs wiederherstellen. Der Nachteil ist, hier habe ich User Experience aufgelistet. Eben wie gesagt, viele Wallets fragen dann beim allerersten Mal beim Einrichten, hey, schreibt ihr doch diese Kennwörter auf oder diese Merkwörter. Und als unerfahrener User, die erste Frage ist, was ist das wichtig, brauche ich nicht, nein, mache ich nicht. Und wenn dann ein bisschen Geld auf diesen Accounts drauf ist und eben man sich diese Wörter nicht aufgeschrieben hat, man wechselt dann das Handy zum Beispiel, dann hat man keinen Zugang mehr zu diesen Kryptowährungen und das Kryptogeld ist dann verloren. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn man eine Crypto-Wallet hat, dass man sich diese Wörter irgendwo aufschreibt, irgendwo merkt, denn das ist quasi das Backup, das ist die Versicherung. Wenn man das nicht mehr hat und mit dem Gerät irgendetwas passiert, wo die Wallet drauf ist, dann kann man eben diese Wörter nehmen, anhand von diesen Wörtern den Seed ausrechnen und dann wieder alle Accounts wiederherstellen. Die Merkwörter, die sind in BIP39 definiert. Die werden wir jetzt uns genauer anschauen. Es sind, um genau zu sein, sind das 2048 Wörter. Hier diese Wörterliste. Es wird empfohlen, das Ganze auf Englisch zu machen. Es gibt noch andere Wörterlisten. Schweizerdeutsch habe ich jetzt leider nicht gefunden. Auch Deutsch nicht. Aber wenn möglich, immer Englisch verwenden. Und das ist jetzt die Liste mit 2048 Einträgen, alphabetisch sortiert. 2048 sind 11 Bit und wir werden uns dann anschauen, wie man das Ganze jetzt oder wie das Ganze funktioniert. Mit 12 Wörtern kann man eine Entropie von 128 Bit erreichen, mit 24 Wörtern 256 Bit. MetaMask fragt jetzt nach 12 Wörtern. Wenn man jetzt eine Hardware-Wallet hat, Trezor, Ledger oder Bitbox, die geben dann einen 24 Wörter. Das heißt, je nach Sicherheit, was man braucht, sind es entweder 12 oder 24 Wörter. Es gibt noch Möglichkeiten dazwischen, aber ich habe eigentlich nur 12 oder 24 gesehen. Alle anderen Variationen sind nicht sehr häufig. Also am häufigsten 12, 24 auch noch ab und zu gesehen, aber das dazwischen eher nicht. So, nun schauen wir uns das an, wie es funktioniert, wie das mit den Wörtern funktioniert. Und zwar BIP39.
Wenn jetzt so eine Wallet heruntergeladen wird, dann wird eine Zufallszahl erstellt. Die ist entweder 128-Bit oder 256-Bit. Und in diesem Beispiel werden wir mal 128-Bit verwenden. Und wir machen das in der Kommandozeile. Ich dachte, es ist einfach, bis ich dann herausgefunden habe, dass es dann doch ein bisschen länger ist. Aber es funktioniert immer noch. Das heißt, hier machen wir, generieren wir eine Zufallszahl. Und diese Zufallszahl wird dann in Hex ausgegeben. Echo Hex. So sieht diese Zufallszahl aus. Die ist 128 Bit. Und was wir jetzt bei BIP39 machen, das ist, wir müssen es genau noch zuerst padden. Das heißt, es ist möglich, dass vorher, dass es noch eine Null braucht. Das machen wir mit dem folgenden Kommando hier. Können wir das nochmals ausgeben. Padded Hex. Und es braucht jetzt keine Null. Gut, aber wir haben jetzt das mal in Padded Hex gespeichert. Das heißt, das ist jetzt unsere Zufallszahl. Und jetzt wird es spannend. Nämlich wir konvertieren das in ein Binärformat. Das kann man dem folgenden Kommando machen. Das funktioniert wie folgt. Das ist dieses Kommando hier. Das heißt, wir wandeln das in Nullen und Einsen um. Und wenn ich das jetzt ausprinte, padded hex bin für binär, dann sieht so unser binärer ist die binäre Repräsentation aus. Und was man ebenfalls noch machen muss, ist, wir haben ja gesagt, wir haben 128 Bit. Ich habe jetzt eben diese Wörterliste gezeigt. Das ist diese Wörterliste hier im Hintergrund. Diese Wörterliste hat 2048 Einträge, das sind 11 Bit. Und wenn ich jetzt ausrechne, Calculator hier, wenn ich jetzt ausrechne, 12 Wörter mal 11 Bit, dann kommen wir auf 132 Bit. Wir haben aber eine 128-Bit-Zahl, das heißt, wir haben noch 128, wir haben noch 4 Bit überschüssig und diese 4 Bits werden gebraucht für eine Checksum, die wir dann an diese, an unsere Bit-Repräsentation anhängen, sodass wir eben auf diese 132 Bits kommen, die dann durch 11 teilbar ist, was eben diesen 12 Wörtern entspricht. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir genau, wir generieren eine SHA-256. Und nehmen dort die ersten 4 Bits, also die SHA-256 von dieser Zufallszahl und fügen diese ersten 4 Bits am Schluss dieser 128 Bit, dieser zufälligen Zahl hinzu und bekommen dann einen Bitstream mit Länge 132, das eben 100, doch 32, das eben durch die Länge 11 teilbar ist. Das heißt, ich mache jetzt noch hier Hash Hex und zwar habe ich hier mein
Header-Text, das muss ich wieder umwandeln in ein Byte-Format. Dann jage ich es durch OpenSSL. Dort kann ich SHA-256 generieren. Möchte ein Binary Output, dann muss ich noch ein paar Formatierungen vornehmen. Ist in Lowercase, ich muss es in Uppercase haben, damit ich es dann umwandeln kann. Und das sieht jetzt wie folgt aus: Hash Echo Hash Hex. Das ist jetzt diese Checksum und eben davon nehme ich jetzt die ersten 4 Bits. Das entspricht dieser 5 hier. Also in binär und füge es dann hier hinzu und das gibt mir dann einen String. Wenn ich diesen dann ausgebe, ich habe dann mein padded hash bin und meinen padded hex bin und wenn ich das ausprinte, habe ich hier meine Bit-Repräsentation. Und mit dieser, die ist eben 132 Bit lang durch 11 teilbar. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich nehme jeweils hier diese ersten 11 Bits. Das kann ich dann nachschlagen. Das heißt, wenn ich hier diese Zahl nehme, hier kann ich jetzt wieder mit dem Taschenrechner schauen, auf Programming, ich gehe auf Binary, da sehe ich zum Beispiel, dass es mir die Zahl 2019 zurückgibt, und also im Zehnersystem, dann kann ich da nachschauen, 2019 und bekomme das Wort Wisdom. Dann gehe ich zum nächsten, also wenn ich hier wieder, wenn ich hier bin, also das war das erste, 2019 Wisdom, dann nehme ich das zweite, gehe wieder hier rein, das wird dann das Wort auf der Position 1837 sein, 1837, das ist Tortoise, und so weiter, bis ich am Schluss angelangt bin. Das sind die letzten 11 Bits und das, wenn ich diesen Lookup mache, komme ich 511, gehe ich wieder hier nachschauen, 511, das wird Divert sein, da habe ich einen kleinen Typo, ich habe hier Dynamic reingeschrieben, da habe ich mich verschaut. Dynamic wäre 551, ich muss mich auch, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, es ist, es ist 5.11, es ist nicht Dynamic, da habe ich einen Fehler gemacht, es ist Divert, das muss ich noch kurz anpassen hier. Das ist Divert. Genau. Und so bin ich auf die 24, auf die 12 Wörter habe ich jetzt so hergeleitet. Und mit diesen 12 Wörtern kann ich dann auch wieder, wenn ich diese 12 Wörter irgendwo eingebe, das Ganze auch rückwärts berechnen. Das heißt, wenn ich dann diese Wörter nehme, dann weiß ich, wenn ich in diese Liste schaue, Divert ist hier an der Position 511. 511 hat die Bit-Repräsentation 00111111, ganz viele 1. Und wenn ich dann wieder diesen Bitstrom habe, den kann ich dann wieder in eine 128-Bit-Zahl zurückführen und komme wieder auf meine zufällig generierte Zahl, die ich brauche, um eben meinen Seed zu generieren. Das heißt, mit diesen Wörtern kann ich eigentlich immer wieder auf meinen Seed wieder kommen. Und so anhand vom Seed dann eben mit diesen HD-Volts dann wieder alle
Accounts wiederherstellen. Deshalb ist es ganz wichtig, sich diese Wörter zu merken. Mit 24 Wörtern geht es analog. Dort werden dann nicht 128 Bit Entropie encodiert, sondern 256, und dort haben wir auch eine größere Checksum, nicht nur 4-Bit, sondern eine 8-Bit Checksum, und dementsprechend braucht es dann eben 24 Wörter, und wenn wir das ausrechnen, hier unten sieht man, 24 mal 11 gibt eigentlich 264-Bit, minus 8 bekommen wir die 256-Bit, das geht also analog. Gut, also wir haben eben eine zufällige Zahl generiert, daraus haben wir die Wörterliste generiert, und mit dieser Wörterliste können wir diese Zufallszahl immer wieder herstellen, und eben anhand von dieser Zufallszahl wird dieser Seed generiert, und deshalb ist es wichtig, sich diese Wörter zu notieren auf einem Blatt Papier oder auf irgendeine andere Variante. Dazu werden wir noch kommen, was es noch für Varianten gibt. Aber eben das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wie gesagt, wir haben noch die Checksum. Die können wir auch noch berechnen. Das heißt, wenn man mal irgendwo einen Fehler drin hat, wenn man jetzt die Wörter eingibt, kann man anhand von der Wörterliste sehen, ist das Wort überhaupt drin? Und anhand von dieser Checksum, macht das überhaupt Sinn, dass ich jetzt diese Wörter eingegeben habe? Stimmt diese Checksum ja oder nein? Meiner Ansicht nach, diese Checksum, diese 4-Bit, ist ein bisschen wenig, weil 4-Bit sind 16 Möglichkeiten. Das heißt, es kann auch gut sein, wenn man einfach zufällig diese Wörter hier zusammenwürfelt, dass man dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 16 dann auf einen gültigen Mnemonic Phrase kommt. Aber eben diese 4 Bits ist sicher besser als gar nichts. Im Internet gibt es noch dieses Tool, damit kann man herumspielen, das ist ein Mnemonic Code Converter, und da kann man jetzt zum Beispiel 12 Wörter generieren. Es werden dann eben diese Wörter generiert, die Berechnung, die wir jetzt gemacht haben, die werden dann ebenfalls gemacht. Daraus generiere ich dann ein Seed, und da kann ich jetzt nun meine Adressen, meine Masteradressen zum Beispiel erstellen, und anhand von diesen Masteradressen kann ich dann weiter diese Child-Adressen erstellen. Was ich noch erwähnt habe, eben das mit dieser Checksum, was wir jetzt mal ausprobieren können, ist, ich nehme jetzt mal einfach die ersten 11 Wörter. Wir brauchen ja 12, aber ich nehme mal die ersten 11 Wörter. Füge sie hier hinzu und kommt natürlich in Valid Mnemonic. Und ich kann jetzt versuchen, nochmal hier Abandon zu nehmen. Mal schauen, was da passiert. Und da sieht man, weiß nicht, ob ich das jetzt mit Space machen sollte oder nicht. Ich mache es mal. Er sollte mir eigentlich bringen, es ist eine falsche Checksum. Vielleicht kennt ihr Enter nicht. So, jetzt haben wir es dann, und jetzt berechnet er mir Invalid Mnemonic. Das heißt, wahrscheinlich stimmt die Checksum nicht. Ich gehe mal hier weiter, versuche mal ein anderes Wort zu verwenden, und jetzt haben wir einen gültigen Phrase, der eben diese Checksum auch erfüllt, weil eben diese Checksum nur 4-Bit ist. Aber eben, wie gesagt, 4-Bit ist besser als nichts. Ich hätte gerne mehr, aber eben der Standard gibt hier nicht mehr her. Es gibt dann noch eine Möglichkeit von einer Seed Extension von so einem sogenannten 13. oder 25. Wort. Der Seed, der hier berechnet wird, wird mit einer Key Derivation Function berechnet, also dieser Seed hier.
Und in dieser Key Derivation Function kann man noch ein Salt eingeben. Und dieser Salt ist dann eben das 13. oder 25. Wort. Und wenn man das nicht kennt, dann wird der falsche Seed berechnet und dann kann man seine Schlüssel nicht berechnen. Das als zusätzliche Sicherheit. Habe ich auch schon gesehen, wird aber nicht so häufig verwendet. Genau, und mit dieser PBKDF2, mit dieser Key Derivation Function, kann man dann mit dem Input dieses Seed Phrases und der Passphrase, wenn es kein Passphrase verwendet wird, dann bleibt es einfach leer mit noch ein paar zusätzlichen Parametern und mit dem wird der Seed erstellt und daraus kann dann können das Master Private Public Key generiert werden und anhand von dem dann die abgeleiteten Private und Public Keys. Dieses Seed, wie gesagt, kann dann für BIP32 verwendet werden und jetzt schauen wir uns noch an, was BIP32 ist. BIP32 definiert eben, dass es möglich ist, dass man einen sogenannten Master-Schlüssel hier hat und basierend auf dem kann man hierarchisch kann man dann hier Accounts generieren auf diversen Chains und hier kann man noch Adressen, weitere Adressen, also man kann hier beliebig hierarchisch tief gehen. Das wird in BIP32 festgehalten. Das ist dieses Bitcoin Improvement Proposal hier. Da wird alles schön beschrieben, wie es funktioniert. Da habe ich auch die Grafik her. Und was dann BIP44 macht, ist, BIP44 beschreibt, wie die Struktur aussehen sollte. BIP44 ist hier beschrieben. Und da sieht man schon, wie die Struktur oder wie die Hierarchie aussehen sollte. Das heißt, zuerst hat man den Purpose, der wird immer auf 44 gesetzt. Dann kommt der Coin Type. Da ist zum Beispiel 0 ist Bitcoin, 60 ist Ethereum. Da kann man dann seine Chains unterscheiden. Es gibt eine ganze Liste. Das ist hier, das sind diese Registered Coins. Eben Bitcoin ist 0. Wir haben dann noch Ethereum. Ethereum ist, das ist Hexadezimal. Ethereum, das ist 3C. 3C sollte meiner Ansicht nach 60 geben. Hexadezimal. 3C ergibt genau 60 und da kann man dann nachschauen, welche Chain welchen Code hat und dementsprechend dann hier eintragen und das ist eben auch, zuoberst haben wir M, dann Purpose und dann eben diese Coin Types und unterhalb dieser Coin Types kann man wieder Accounts haben und das ist eben hierarchisch aufgebaut. Wichtig ist noch hier dieses Apostroph. Dieses Apostroph, das habe ich auch hier drin. Das bezeichnet hardened oder nicht hardened Key Derivations. Hardened Key Derivations heißt, man kann von einem bestehenden Public Key jetzt keinen Derived Public Key berechnen, weil beim Hardened wird jeweils der Parent Private Key verwendet. Der Parent Private Key ist natürlich nur dem Account Owner bekannt und bei dem Non-Hardened kann der Public Key verwendet werden. Das heißt, eine beliebige andere Person kann diesen Hardened Key von meinem Parent Public Key berechnen und ich muss einfach die gleiche Operation, die gleiche skalare Multiplikation, die auf dem Public Key verwendet gemacht worden ist, auf dem Private Key auch machen und dann kann ich mit diesem neuen Private Key kann ich dann signieren und mit diesem entsprechenden Public Key kann man verifizieren.
Das heißt, hardened, dort wird zur Key Derivation wird noch der Private Key verwendet. Das heißt, das geht, kann nur der Account Owner machen. Und die Non-Hardened, das kann eigentlich jeder machen. Das heißt, von einem Public Key kann ich dann diese Child Public Keys selber ausrechnen. Natürlich nicht den Private Key, den entsprechenden Private Key dazu, aber eben diese Public Keys kann ich ausrechnen. Das ist eben das mit dem Strich. Das Strich heißt Hardened und kein Strich heißt nicht Hardened und dementsprechend in dieser Spezifikation Account sind hardened und die Adressindex zum Beispiel sind nicht hardened. Und jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie das genau funktioniert mit diesem hardened, non-hardened und dieser skalaren Multiplikation. Das ist ein ganz kurzer Crashkurs in Elliptic Curve Cryptography. Es ist nur zum Verstehen, was hier bei dieser Key Derivation, bei dieser HD-Wallets gemacht wird. Und zwar, das basiert auf diesen elliptischen Kurven. Das ist die elliptischen Kurven, wenn wir hier den Private Key haben, das ist eine zufällige Zahl. Wir haben den Base Point. Daraus kann man den Public Key erstellen mit eben einer Skalarmultiplikation. Wenn man den Public Key kennt und den Base Point, kann man zum Beispiel diesen Private Key nicht berechnen, weil das computation-wise extrem aufwendig ist, aber in die andere Richtung eben geht es relativ schnell. Das mal so als Basis und was man jetzt bei der Key Derivation macht, ist, man multipliziert hier, man macht eine Skalarmultiplikation des Public Keys. Mit der gleichen Zahl kann man dann den Private Key skalar multiplizieren. Und man kann dann mit diesem Private Key, wenn man etwas signiert, kann man mit diesem Public Key dann überprüfen, stimmt diese Signatur. Und das wird auch eigentlich bei der Key Derivation gemacht. Und wie gesagt, das Hardened, Non-Hardened, wenn man jetzt eben ein Hardened Key Derivation hat, dann wird das x basiert dann, also dieser Faktor hier, dieser Skalarfaktor basiert dann auf dem Private Key und einem Index. Und wenn es non-hardened ist, basiert das auf einem Public Key. Das heißt, das kann dann jeder ausrechnen, nachvollziehen. Er kann dann, wenn jemand meinen Public Key kennt, er kann dann von diesem meinen nächsten Child Key ausrechnen, den nächsten Child Public Key ausrechnen und beim Harden kann er das eben nicht. Und das ist eine Aussage, die habe ich so nicht im Netz gefunden, aber für mich diese HD-Wallets sind eigentlich ein Grundpfeiler für DeFi oder für Kryptowährungen, für alles, was dezentral ist, weil damit hat man eben diese Keys, diese Accounts, welche man unabhängig jetzt von einer Drittpartei kann man Finanztransaktionen tätigen. Man ist selber für diese Keys, für diese Mnemonics verantwortlich und die meisten Wallets eben basieren auf diesen HD-Wallets mit diesen 24 oder diesen 12 Wörtern als Backup und das ist eben ein Grundpfeiler für Kryptowährungen und für den DeFi-Bereich. Wichtig in diesem Zusammenhang ist HD-Wallets, eben Single Point of Failure. Wenn man jetzt diese Mnemonics, diese Merkwörter, wenn man diese verliert, dann ist alles weg. Wenn man natürlich kein Device mehr hat, wo man Zugang hat, man hat auch eben diese Merkwörter nicht mehr, dann sind die Assets verloren. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man hier ein sauberes Backup hat, dass man die irgendwo einen Ort gespeichert hat, die sicher sind. Der User ist dafür verantwortlich und nur der User, wenn jetzt der User diese Merkwörter verliert, gibt es niemanden, zu dem ich gehen kann. Bei einer Bank kann ich zur Bank gehen, sagen, hey, das ist mein Ausweis, ich habe ein Konto hier, bitte gib mir Zugang.
das geht jetzt natürlich nicht mehr. Wichtig ist, dass man eben weiß, was diese 12 Wörter sind, diese 24 Wörter, was sie bewirken, wieso dass die wichtig sind. Und das haben wir jetzt in dieser Vorlesung sich uns genauer angeschaut. Das heißt, ich hoffe, euch ist jetzt bewusst, dass eben diese Merkwörter, diese Mnemonics, dass das extrem wichtig ist, wenn man jetzt ein Wallet hat, welches man später noch weiterverwenden möchte, dass man das an einem sicheren Ort irgendwo aufbewahrt. Wichtig ist, dass wir uns auch Best Practices anschauen. Und zwar schauen wir uns das an bezüglich zu diesen Mnemonics, zu diesen Merkwörtern. Und zwar, wo ich, als ich in der Vorlesung, als ich MetaMask gezeigt habe, habe ich es eigentlich komplett falsch gemacht, weil ich habe mir diese Kennwörter nicht aufgeschrieben. Und eigentlich hätte ich das machen sollen. Das heißt, wenn ihr jetzt eben MetaMask installiert und auch später noch MetaMask weiterverwenden wollt, dann unbedingt diese Wörter aufschreiben, wie hier in dieser Grafik da unten. Das habe ich von dieser Seite hier gefunden, wobei diese Seite, da geht es um einen Artikel Why Seedless Wallets are the Future. Das sehe ich noch nicht, wäre schön, aber ihr geht dann auf Shamir Secret Sharing ein. Kann man machen, muss man nicht. Ich denke immer noch, die Mnemonics, das ist eigentlich eine sichere und eine gute Weise, wie man sein Wallet backuppen kann. Also ganz wichtig, sicher aufschreiben, nicht irgendwo speichern, zumindest nicht unverschlüsselt. Also wenn es dann irgendwo in One Password ist oder in einem Passwortmanager, welcher verschlüsselt ist, ist gut. Unverschlüsselt, bitte nicht verschlüsseln. Und was ich noch persönlich zusätzlich noch mache, ist, ich habe mir noch so ein Laminiergerät zugelegt. Hier, da kann ich diese Wörter dann einfach laminieren. Das heißt, wenn irgendwo ein Wasserschaden ist oder so, das wird so in Plastik eingeschweißt und dann ist es auch vor Wasser geschützt. Wenn man noch ein bisschen weiter gehen möchte, dann gibt es Metal Backups, wie man hier unten sieht. Das ist dann auch gegen Feuer geschützt. Eben das mit dem Laminierten, wenn es Feuer gibt, dann bringt das auch nichts. Das hier, das bringt auch, hilft gegen Wasserschaden, hilft gegen Feuer. Da gibt es ganz viele Variationen davon. Das ist dann, wenn es dann ganz, ganz, ganz sicher sein sollte. Was man sich auch überlegen kann, ist, dass man mehrere Backups hat an mehreren Orten. Das heißt, wenn mal irgendwo eben etwas passiert, Feuer oder Wasserschaden, dass man das an einem anderen Ort hat. Und ganz wichtig, dass man eben Bescheid weiß, was es heißt, wenn man jetzt eben diese 12 Wörter hat, wie wichtig das ist. Und dass man eben dementsprechend Vorsichtsmaßnahmen oder respektive Maßnahmen trifft, dass diese Wörter nicht verloren gehen. Gut, das wäre es von meiner Seite zu HD Wallets. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Es funktioniert wie folgt. Wir haben am Anfang generiert jetzt eine Wallet, eine Zufallszahl. Die wird eben durch diese Wörterliste, wird die dann dem User angezeigt. Wir haben gesehen, wie man das transformieren kann. Es werden dann 12 oder 24 Wörter aufgezeigt. Der Benutzer kann diese aufschreiben. Und wenn er dann zum Beispiel das Gerät wechselt, dann kann er diese 12 oder 24 Wörter wieder eingeben. Dann wird wieder diese Zufallszahl, die auf dem anderen Gerät berechnet worden ist, kann wieder hergestellt werden anhand von dieser Zufallszahl. Und der Key Derivation kann dann der Seed erstellt werden. Und dieser Seed wird gebraucht, um den Master Private Public Key zu erstellen. Und anhand von diesem Master Private Public Key können dann wieder Child Public Private Keys erstellt werden. Und eben dort kann man dann unterschiedliche Accounts haben auf unterschiedlichen Chains. Man hat nur diese 12 oder 24 Wörter und der ganze Rest wird dann wieder hergestellt.